wurde getaggt von Pink Pippi alias Centaurena Zizi. Pink Pippi sage ich einfach mal, das ist für mich viel einfacher. Und zwar mit dem Tag meine 5 Lieblingsliedschatten. Ja, ich hoffe mal, dass euch das interessiert überhaupt. Und sind das jetzt überhaupt 5? Ja. und zwar fangen wir an mit meinem Platz 5. Platz 5 ist dieser, ja, Essence Into the Ocean in der Farbe Coral Garden 04. Und zwar ist das dieses schöne matte Grün mit blau-goldenen Glitzerpartikeln. Alarmanlage vom Auto. Jedenfalls ist das mein Platz 5, weil ich den sehr, sehr gerne benutze unter dem Auge. Oh. Ja, also für unter das Auge, hier als quasi als Lidstrich unter dem Auge, finde ich das sehr, 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 sehr schön. So komplett auf dem Augenlid finde ich ihn zu grün. Aber so als Highlight finde ich, als Farbtupfer-Highlight finde ich den ganz toll. Ein Video, wie ich das schminke mit dem Lidstrich, werde ich euch jetzt mal hier verlinken. Dann mein Platz 4. Oh, das ist jetzt aber schwierig. Ja, okay. Platz 4 ist P2 Universe in der Farbe Playful Sun. Dieses schöne Gelb. Ein Wet and Dry Lidschatten. Dieses schöne Gelb. Habe ich heute auch drauf. Ein Look mit diesem Lidschatten werde ich jetzt auch hier verlinken. Und der ist eigentlich viel zu schön, um auf Platz 4 zu sein. Aber weil ich mir den erst vor 2 Tagen gekauft habe und ich deswegen euphorisch bin und der deswegen mein Liebling momentan ist, weil er neu ist und ich nie gedacht hätte, dass mir Gelb so gut steht, deswegen finde ich den jetzt so toll. Aber vielleicht finde ich ihn in 2 Wochen nicht mehr so toll. Und weil ich die anderen Farben schon viel länger trage und von denen so begeistert bin, wäre das den anderen Farben nicht fair gegenüber, sie zu verschmähen. Ja, obwohl den Lidschatten das wahrscheinlich scheißegal ist. Ja, Platz 3 ist die Farbe Inspiration von Essence. Das ist so ein braun-grau mit silbernen Glitzerpartikeln, Glitzer und Schimmer, und den finde ich ganz toll auf dem kompletten Lid, weil er total natürlich ist und der glitzert halt so richtig toll. Und bei den Essence-Lidschatten ist es ja meistens so, beziehungsweise vielleicht war das auch nur früher so, dass nur oben als Topic quasi Glitzer war. Und sobald man dieses Topic weggeschminkt hatte, war der Glitzer auch weg. Und darunter war nur noch ja, matter Lidschatten. Aber dieser ist durchgehend mit Glitzerpartikeln. Ich habe jetzt mal einen Swatch gemacht. Ich werde das nochmal ein bisschen stärker machen. Ich hoffe, ihr könnt da etwas erkennen. Und wie gesagt, da ist halt durchgehend überall dieser Glitzer drin. Und das finde ich eben ganz besonders toll. Und als Highlight kann man, also als Highlighter kann man den auch super toll benutzen. Entweder hier auf dem braunen Bogen oder auf dem Wangenknochen als Highlighter. Den kann man, der ist also vielseitig verwendbar und deswegen ist er mein Platz Nummer 3. Platz Nummer 2 ist auch von Essence und zwar Soft Matte in der Farbe Satin Matte 02. Wie gesagt, aufmerksame, fleißige Abonnenten von mir wissen, dass ich den wirklich häufig benutze. Und der kommt in vielen Looks vor. Ja. Deswegen kann ich euch jetzt gar kein Video hier verlinken, weil der in so vielen Videos auftaucht. Ja, also auf jeden Fall ist das so eine sehr nudige Farbe. Ich würde sagen braun. Braun, peachy, Schimmer, Farbe, Lachs, keine Ahnung, eine Mischmaschfarbe.
Aber die ist super natürlich und habe ich heute auch drauf. Ich habe eine Mischung aus Platz 2, Platz 5 und Platz 1. Und jetzt auch mal direkt zu Platz 1. Platz 1, mein absoluter Lieblings-Lidschatten, sind eigentlich zwei. Aber weil es nur ein Döschen ist und es ein Duo ist, ist es für mich nur einer, weil nur ein Pott. Und zwar ist das dieses Duo von P2, heißt sogar Duo, Eyeshadow Duo, und zwar in Black Pearl. Ein schwarzer Matter, schwarzmatt und weißmatt. Wie man sehen kann, weißmatt ist schon ordentlich abgenutzt. Und wäre es Kosmetikmord, könnte ich mir jetzt schon was Neues kaufen. Ja, vielseitig verwendbar. Erstmal, weißer matter Lidschatten ist natürlich eine Grundlage. Eine braucht man ja fast immer, fast jeden Look braucht man ja eine weiße Base. Und deswegen ist der einfach fantastisch, weil er matt ist. Ein richtig bäm weißes, mattes Finish. Und ja, schwarz ist auch matt. Schwarz, matt und richtig toll. Also die sind richtig gut pigmentiert und deswegen vielseitig verwendbar. Ich nehme den schwarzen meistens für die Lidfalte. Heute zum Beispiel auch. Also heute geschminkt ein Look aus Platz 1, 5 und den. Und ein Video zu diesem Augen-Make-up verlinke ich euch hier. Ja, das sind meine Lieblings-Lidschatten. 1 bis 5. Okay, danke fürs Zusehen. Tschüss!